Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Folge Train Simulator von Dovetail Games. Und das Ganze fahren wir heute hier mit dem ICE4 und das Ganze von Ingolstadt nach Nürnberg. Und ja, ich würde sagen, lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Ihr seht's, Abfahrt ist 23. Wir fahren über Ingolstadt nach Nürnberg. Und da ist die Ankunft um 16.05 Uhr, also das Ganze dauert hier heute um die 40 Minuten. Ich hoffe, ihr habt natürlich Zeit mitgebracht. Und ich werde jetzt hier erstmal die Fahrgäste auf jeden Fall schon mal einsteigen lassen hier. Und sie werden uns jetzt mal alles vorbereiten. Das heißt, also jetzt gucken wir mal. SIFA ist aktiviert, PZB ist aktiviert, die LZB ist aktiviert. Jetzt aktivieren wir noch die AFB. So, schalten wir noch Scheinwerfer an. Sehr schön, mal gemacht. Richtungswender ist nach vorne. So, wir sind eigentlich startklar, würde ich sagen. Das ist ein Add-on, was ihr nicht mal auf Steam bekommt. Das ist mal interessant. Das kauft ihr unter GBE, so nennt sich die Website irgendwie. So, schalten wir schon mal 130 ein. Und dann geht's los. Ja, ist ein Add-on, was ihr, wie gesagt, nicht auf Steam bekommt, sondern das kauft ihr halt auf der Seite GBE. Ja, dann bekommt ihr natürlich noch andere Add-ons, die ihr kaufen könnt. So deutsche Strecken kann ich absolut empfehlen, bin ich mal registriert dort. Und mal gucken, ob der irgendwann mal auch mal den Weg in den Steam Store findet. Ich finde eigentlich, warum eigentlich nicht, ja? Ich mag sowas tatsächlich nicht, wenn Addons halt nur auf bestimmten Webseiten immer verfügbar sind, tatsächlich, ja? Das ist halt ein bisschen verwirrend, weil man sich dann halt immer gefühlt auf 20.000 Seiten registrieren muss, damit man das Ganze kauft. Preislich war das auch ganz in Ordnung. Ich glaube, 20 Euro hat es gekostet, als Bundle-Version mit der Strecke halt. Also den ICE4 mit Ingolstadt, also Nürnberg. Wie gesagt, 20 Euro ist, glaube ich, mal relativ günstig tatsächlich. Ihr könnt natürlich aber auch die Bahn einzeln kaufen, wenn ihr das möchtet. Ne? Da funktioniert das auch relativ gut. So. Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahn begrüße ich alle in Ingolstadt zu bestiegenen Fahrgäste im Intercity Express zur Fahrt nach Lübeck, über Nürnberg, Würzburg, Fulda, Kassel-Wilhelmshöhe, Göttingen, Hannover, Lüneburg, sowie Hamburg Hauptbahnhof. Unser nächster planmäßiger Halt ist Nürnberg Hauptbahnhof. So, jetzt sind wir gleich 160. So, jetzt sind wir ja schon mal, fahren wir gleich Höchstgeschwindigkeit hier 300. Zwangsbremse bitte. ASB. Also irgendwie funktioniert das mit der LZB hier irgendwie gerade nicht, habe ich das Gefühl. Naja, gut. Auf
Auf jeden Fall ist es schon sehr schnell, oder? Das Maximum scheinbar irgendwie. Sieht so aus, ne? Ja, das ist natürlich so ein Ding. Das Ganze hier. Alles nur Technik ist, ja, die hier drin steckt. Denn das ist natürlich so ein bisschen crazy. Ja, auf jeden Fall kann man sich das ganz gut mal geben. Wie gesagt, ein paar andere Strecken waren auch noch mit dabei gewesen. Ich glaube, hier funktioniert halt irgendwas mit der LCP gerade nicht. Ich bin gerade zu doof, das einzustellen. Wahrscheinlich überschneidet sich hier gerade die AFD mit der LCP irgendwie was. Keine Ahnung. Aber so an sich haben wir auch eine ordentliche Geschwindigkeit hier drauf hier. Mit 250 Sachen so durch Deutschland. Ja, besser geht's nicht. Ja, ich hätte gerne noch einen Zug. Vielleicht könnt ihr mir ja da helfen, da irgendwie ranzukommen oder sowas. Sowas mache ich eigentlich sehr ungern. Aber vielleicht habt ihr irgendwie eine Möglichkeit, an den Twindex mal ranzukommen. Ja, das ist ja auch ein Zug, den man wieder auf einer separaten Seite kaufen muss. Ich war auf der Seite gewesen und wollte das Ganze auch kaufen. Bloß weder mein Rechner noch mein Handy mag die Seite, sodass ich halt nicht auf diesen Kaufen-Button komme. Ich komme da nicht hin, weil die Seite dann halt permanent immer irgendwelche Verschlüsselungsprobleme hier bei mir hat auf jeden Fall. Weiß nicht, ob das jetzt am Router liegt oder sowas. Auf jeden Fall kann ich mir dieses Add-on nicht kaufen. Das ist irgendwie total komisch. Ich würde mir den gerne mal angucken wollen, den Twindex, weil so von der Optik her sieht er ja schon relativ nice aus. Aber auch da habe ich gehört, dass der auch schon so einige Probleme hat. Und so wie es halt hier aussieht, haut hier auch nicht alles hin hier aktuell. Mit dem ICE hier. Schon ein bisschen schade. Durchregnet. Und ja, vielleicht habt ihr irgendwie eine Möglichkeit, da irgendwie reinzukommen. Könnt ihr mir ja mal irgendwie, vielleicht gibt es eine andere Seite, wo man den noch kaufen kann oder sowas in Twindex. Aber ich komme auf der originalen Homepage, da wo er halt angeboten wird, da hat es bei mir leider nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, wie gesagt, also wenn nicht mal mein Handy da funktioniert, und das Handy hat ja natürlich gar nichts mit dem Rechner groß zu tun, ja, sollte es zumindest ja da funktionieren, ja, aber auch da habe ich dann halt ein Problem, dass ich mir das nicht kaufen kann. Aber das ist halt ja so ein Punkt, ja, wo man irgendwie sagt, so, ja, so Sachen auf externen Seiten kaufen ist immer halt, ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich bin auch kein Fan von. Jetzt haben sie ein Spiel angekündigt, ja, was jetzt im Juni erscheinen soll. Ich bin mega gefreut, schon auf Steam nachgeguckt, ja, ob man schon vorbestellen kann oder sowas, ja. Lese ich auf einmal, ist für ein Jahr exklusiv im Epic Store. Und ganz ehrlich, das interessiert mich da so gut überhaupt nicht. Das interessiert mich der Epic Store, ja. So, jetzt ist es ein Jahr exklusiv, das heißt, weil ich jetzt nicht der Meinung bin, dass ich mich jetzt nochmal irgendwo einen Steam-Client runterladen muss, ja, so ein Spiele-Client. Ich meine, was gibt das alles? Es gibt Uplay, es gibt Origin, es gibt Steam, es gibt GOG, jetzt Epic Store. Es sind einfach mal tausend Sachen und überall habe ich meine Spiele. Ich mag das nicht, tatsächlich. Ich hab lieber gerne eine Plattform, wo all meine Spiele sind, ja, wo ich dann all die komplette Spielliste im Überblick habe, ja, sowas mag ich, aber nicht so ein Quatsch hier, wo man dann 20.000 verschiedene Seiten hat. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Aber gut, da kann ich mich jetzt natürlich aufnehmen, so viel ich möchte. Ne? Im Endeffekt liegt es ja an mir, ja, dann kann ich mir das Spiel halt dementsprechend halt nicht kaufen, ist halt so. Ja, das ist dann halt auch so. Ich kauf's mir dann auch nicht. Ich warte halt dann, bis es irgendwann mal im Steam Store kommt. Oder ja, ich belasse es dabei. Es ist halt schon ein älteres Spiel. Das ist halt nur
endlich mal wieder ein Spiel, was es auf den PC geschafft hat, von der Konsolengeneration her. Ich selbst bin da ein großer Fan von David Cage. Ja. Aber naja, soll halt so sein. Und deswegen bin ich halt kein Fan von, wenn ich mich dann halt auch noch auf irgendwelche 1000 verschiedenen Seiten registrieren muss. GBE war jetzt wirklich eine Ausnahme gewesen. Ja, dann gibt es ja noch Aerosoft, wo du ja auch noch Sachen kaufen kannst und alles sowas. Ja, und dann, also es ist einfach so unglaublich viele Möglichkeiten, die du hast, wo du hier Sachen kaufen kannst. Ich persönlich finde es halt ein bisschen blöd. Aber nun gut, da kann man jetzt wahrscheinlich streiten. Man kann das Ganze jetzt natürlich jetzt auch ein bisschen runterspielen oder sowas und sagen, so hab ich mal nicht so. Aber das ist dann halt wieder wirklich rein zur Geschmackssache. Du siehst eigentlich gar nichts mehr von ihm. Ich kann es auch nicht höher stellen. AFB. Also mehr als 250 will er nicht. Ich meine, das ist eine ordentliche Reisegeschwindigkeit, ne? 250 km/h, das ist natürlich ein starkes Stück hier. Ich sehe das Licht. Kommst auf jeden Fall aber relativ schnell, ne? So Ingolstadt Nürnberg so oder die Ecke da. Weiß ich, innerhalb von 40 Minuten oder sowas bist du in der Regel da. Und du überwindest einfach mal über 40, 50 Kilometer. Na Quatsch, was sage ich da überhaupt? So 50, 60 Kilometer. Und das ist eigentlich ein guter Schnitt, ja. Also wenn man wirklich so schnell von A nach B kommen würde mit der Deutschen Bahn, dann würde ich mein Auto verkaufen, ja. Wenn es dann so geht, so die Bahn oder Ostsee und ich bin in einer anderthalb Stunde da. Bin ich definitiv dabei. Ja. Aber ohne tausendmal umsteigen halt. Ich möchte gerne einsteigen und da wieder aussteigen. Ja. Und da hat die Deutsche Bahn noch ein bisschen was zu tun, damit ich Freund der Deutschen Bahn werde. Und sage, dass ich mein Auto stehen lasse. Also da sind wir noch ein bisschen weit entfernt von. Von den Gedanken. Naja. Sie fahr. Schon mit der AfD, kannst du das immer noch Kaffee trinken oder sowas, das klappt immer noch. Finde ich ausgezeichnet. Ja, das ist halt dieses Add-on. Ich glaube, das habe ich auch damals schon auf Microhazard TV gezeigt. Jetzt war es aber eine Aufgabe, die um die 60 Minuten ging oder sowas.
und sie war halt mal nicht verregnet. Aber wir hatten schon lange keinen Regen mehr in den letzten Folgen. Wird mal wieder Zeit, dass mal wieder ein bisschen deutsches Wetter auf uns niederprasselt. Ja. Ja, wie gesagt, das ist mit dem Twindex, da könnt ihr mal gucken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt geht es sowieso bald wieder los. Die E3 startet ja Gott sei Dank jetzt im Juni wieder. Gucken, was da für Ankündigungen kommen. Also, was natürlich nichts mit Simulation zu tun hat oder sowas. Aber ich bin mal so gespannt, ob die neue Konsolengeneration mal wieder vorgestellt wird. Denn wird ja schon heiß gemunkelt, die neue Xbox, die neue PlayStation 5. Bin mal wieder gespannt, ob ich wieder Geld lassen darf. Und dann starte ich meine neue Karriere auf Twitter oder bei Twitch denn durch. Mach da mein Ding. Aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß nicht, ich habe einfach so unglaublich viele Spiele schon allein auf dem Rechner. Ja, bei Steam halt. Habe ich schon eine vierstellige Summe erreicht mittlerweile an Spielern. Ja, ich habe PlayStation 4. Ich habe Xbox One und da sind auch nochmal zig Spiele drauf. Ja, und ich komme einfach nicht dazu, das zu spielen. Das ist echt bitter, ja. Also die ganzen Exklusivspiele für diese Konsole, die es halt mal wirklich nicht für den PC gibt, ja. Ich glaube, ich habe teilweise noch Spiele, die sind sogar original eingeschweißt, ja, weil ich einfach nicht dazu komme, das Ganze zu spielen. Ich kann mich nicht mehr so auf die Couch legen, Controller in der Hand und los geht das Gedaddel, ja. Das klappt nicht mehr. Ich bin schon zufrieden, dass es mit der Switch so halbwegs funktioniert, ja, dass du die dann mal schon öfter benutzt oder sowas, aber so im Allgemeinen klappt das in der Regel eigentlich mit stationären Konsolen auf jeden Fall aktuell gerade überhaupt nicht. Ist irgendwie schon ein bisschen traurig eigentlich, ja, da gibst du so viel Geld für Spiele und Technik aus, ja, dann benutzt du das eigentlich in der... eigentlich gar nicht, ja. Aber dann hast du auch wieder dann dieses Ding, dass du halt auch nicht permanent immer nur Simulationsspiele spielen kannst. Du brauchst dann auch irgendwann mal so ein bisschen Abwechslung. Und dann spielst du vielleicht dann 2-3 Stunden dieses eine Exklusivspiel und danach nie wieder wahrscheinlich dann, ja. Weil du dann halt schon wieder raus bist, wenn du das dann nächste Mal wieder spielen möchtest, hast du die komplette Steuerung vergessen und weißt gar nicht mehr, was die letzte Mission war oder was weiß ich, ne. Das ist dann halt immer, oh, ein Baum durch. Ja, und das sind dann halt immer so diese Sachen, die mich dann persönlich dann immer noch mehr dann kotzen. Ja, das ist dann halt schon echt schade. So, 27 Kilometer. Ein Trainspotter, hat er gesehen. Und auf dem Bridge standen sie. Könnt ihr gerne mal, ihr mir ja gerne mal ein paar Storys erzählen, ob ihr da jetzt mit Konsolen unterwegs seid oder ob ihr da genau die gleichen Probleme habt wie meine Wenigkeit, dass euch da auch irgendwie die Zeit so ein bisschen fehlt. Weil jetzt durch Kunde Nummer 2 wird es nicht einfacher, irgendwie Zeit noch zu finden oder was zu spielen. Ich habe schon so oft probiert, Spiele tatsächlich hier auf Twitch anzufangen oder sowas. Und dann bist du mal wirklich 2 Wochen, schaffst du das halt nicht irgendwie, das Ganze zu streamen oder sowas, schweige das Spiel auch mal selbst zu spielen. Oder dann willst du es natürlich auch nicht selber spielen, weil das Ganze ja auf Twitch ja schon angefangen hast zu streamen. Wenn du dann das nächste Mal wieder weiter streamst, dann fehlt dann natürlich der Part, den du dann wahrscheinlich im Offline gespielt hast.
So, also vergeht dann halt natürlich dann auch so 2 Wochen, 3 Wochen mal so ein bisschen so die Zeit und ja, dann hast du natürlich die Steuerung wieder raus, was du aktuell gar nicht so machen sollst. Wird dann gerne mal so eure. Wie könnt ihr das Ganze handeln? Kauft ihr euch nur ein Spiel pro Monat oder sagt ihr so, ich kaufe euch jetzt Spiel, wenn ihr das eine durchgespielt habt oder ihr tauscht das eventuell halt dann ein gegen das andere Spiel oder sowas? Könnt ihr gerne mal, könnt ihr mich ja mal gerne mal beraten. Ich weiß halt, dass ich die ganzen Spiele immer kaufe und aber selbst wirklich dazu nicht selber komme zu spielen. Das ist schon ein bisschen schade. Ich habe jetzt, wie gesagt, jetzt kam ja hier dieses Plague, ja, das ist ein Spiel, wo das Ganze da über die Pest und alles sowas, ja. Das sieht mega interessant aus, wirklich mega interessant. Ich hab's angefangen und hab's nicht geschafft, das Ganze weiter zu spielen. Das ärgert mich schon. Oder die ganzen, wie gesagt, hässlichen Exklusivspiele hier, Uncharted 4 oder. Ich hab's nicht gespielt. Wann soll ich das spielen? Ja, das ist natürlich. Ja. So, aber in 15 Kilometer haben wir Nürnberg erreicht. Das ging doch jetzt eigentlich doch relativ fix. Wenn das erste Mal so diese Zahl sieht, dann denkst du dir auch so, oh mein Gott, ja, jetzt brauchst du wieder halbe Ewigkeiten dafür. Aber nein, das ging noch relativ zügig voran. So. Wie hier Radstück fahren. Ist ja sowas tief ab, ja? Das ist alles ein bisschen crazy hier. Hier langsam mal wieder die Hände an die Tastatur liegen. Ich glaube, er macht es wirklich alleine. Ich glaube, das machen wir nicht. Gut. Ich stelle gerade SIFA. So, jetzt müsste LZB sich verabschieden. Geil. Das wäre aber so meine Sorge, die ich hätte. Die Technik auf einmal versagt, die du davon durchballerst, oder? Puh, war schon wieder fast knapp.
Oh, die ECB an der Tür. So, dann verabschieden sich jetzt die LZB. Wir sind auf uns alleine gestellt. Oh, ich da. Komm, du mit deinem dummen Abschlupf hier, oder was? Ja, mit seinem dummen Abschlupf. 16. Zugbeeinflussung. So. Sind wir sogar überpünktlich da. Wir gehen die Fahrgäste in wenigen Minuten erreichen. Nürnberg am Bahnhof. In Nürnberg haben sie folgende Anschlussmöglichkeiten. Eine Regionalbahn nach Lamsum, die bei Emmelsen, Vollberg, Münster, Neustadt, Saar, Ingolstadt am Fahren ist. 16:10 Uhr auf uns 6. Wir haben Regionalexpress auf dem Word. Über Weichringen, Rohrfeld, Nordburg, Unterhausen, Straßburg am Fahren ist. 16:33 Uhr auf Gleis 7. Sowie 1 Euro City nach Wien. Über München Abfahrt ist 16:45 Uhr auf Gleis 4. Im Namen der Deutschen Bahn verabschieden wir uns von allen Fahrgästen, die in Nürnberg aus- oder umsteigen, und wünschen noch einen angenehmen Tag. Next Stop, Nürnberg Main Station. Das ist zum Beispiel das, was ich jetzt gerade meinte. Wir müssen jetzt gerade wahrscheinlich irgendwie an einem speziellen Signal vorbeigefahren. Da hier oben. Ja, hier habe ich wahrscheinlich irgendwas nicht bestätigt. Verdammt!
Ressort. So, wenn wir jetzt noch fahren könnten, wäre das super. Zugbeeinflussung. 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 So. What the fuck ist los? AFB. So, wir haben jetzt hier irgendwie ein Problem. Zugbeeinflussung, Beeinflussung. Okay. Irgendwie wollte jetzt gerade was nicht. So, das muss ich mir dann nochmal in der Aufnahme anschauen, ob ich das jetzt gerade übersehen habe. Weil wir haben ja eh noch genug Zeit, davon abgesehen. Sifa. Hier kann man noch alles einstellen. Sifa, ETC Hauptschalter, ECP Hauptschalter. Ja, die Aufgabe habe ich mir natürlich jetzt noch nicht vorher angeschaut, ne. Weiß jetzt nicht, warum jetzt da die Zwangsräumung kam. Zugbeeinflussung. Ich denke mal, ich werde irgendein Signal nicht bestätigt haben. Nun gut, dann sind wir jetzt auch an unserem Hauptziel angekommen, hier in Nürnberg. Und damit endet dann die Fahrt, die Folge für heute. So schnell kann es gehen, Leute. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Dann denkst du dir manchmal, guckst du nach, ist so viel Zeit, aber im Endeffekt geht so eine Folge manchmal schneller vorbei, als man denkt. Der Herzball ist angesprungen. Naja, wenigstens haben wir hier ordentlich gebremst hier. Und damit, wie gesagt, endet die Folge für heute. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Vielleicht habt ihr es natürlich schon entdeckt, warum ich jetzt gerade diese Zwangsbremsung kassiert habe. Denn schreibt es in die Kommentare, wie immer, ne, klärt mich auf, was war los. Und sonst sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge Train Simulator Dovetail Games hier wieder auf diesem Kanal ÖPNV-Simulation mit natürlich meiner Wenigkeit, dem Bio. Und ja, ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ihr seht, es dauert noch eine ganze Weile, denn wir sind einfach mal 9 Minuten zu früh hier. Und wir beenden die Folge jetzt einfach und hoffe natürlich, dass wir uns dann wiedersehen. Ciao, tschüss.
und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!